Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen Video. Es geht einmal um mein CSGO Inventory Value und um den Steam Account selbst, also wie viel beides wert ist. Beides wurde erfragt. Ich habe mich jetzt selbst ein bisschen rumgefragt, wie ich das wohl am besten oder geschicktesten zeigen kann. Viele haben mir Inventory Helper vorgeschlagen und andere Seiten, wo man das ganze Inventar durchscannen lassen kann und dann steht halt alles da. Für die CSGO Skins habe ich mich jetzt auf diese Seite verlassen und für den Steam Account Kram diese Seite genommen. Ich werde euch die beiden Seiten verlinken, falls ihr selbst auch so ein bisschen nachspionieren wollt. Ihr könnt auch einfach andere Namen eingeben und halt Accounts von anderen Leuten checken. Da wir jetzt hier schon sind, fange ich mit diesem Steam-Account-Value an. Diese Frage ist im Speziellen hinsichtlich des Trust-Faktors gefallen. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das hier widerspiegelt, wie der Trust-Faktor ist, da diese Geschichte hier auch nur die Spiele mit reinzählt. Also in diesen Worth werden, soweit ich es verstanden habe, nur die Spiele mit reingezählt und die Stunden. Die Stunden bekommen einen Preis und wie viele Stunden du gespielt hast und den Preis der Spiele, bla bla bla. Buff, ergibt dann hier oben diesen Account-Value. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, also Trust-Faktor-mäßig, weil es eben nur diese beiden Dinge mit einbezieht, also Stunden und Spiele. Okay? Gehen wir also direkt über zu den CSGO-Items. Also das Inventory bei mir ist ja geteilt auf zwei Accounts. Einmal auf Killer 13 und einmal auf Frauenarztbesucher. Wir schauen uns erst den Main-Account an, danach den zweiten Account. Es gibt hier den Table-Mode und auch einmal den Grip-Mode mit kleinen Bildchen, wobei ich es, glaube ich, für besser halte, wenn ich hier so drauf gehe, dann ist es ein bisschen größer und man kann halt gucken, worum es geht. Da ich sowas in dem Detail auch noch nie gemacht habe, weiß ich gar nicht genau, was ich hier jetzt großartig sagen soll. Also ihr seht ja praktisch auf einen Blick die erste Seite schon, was halt die wertvollsten Sachen sind. Da ist ganz klar natürlich das Knife mit am Start oder die Knives an sich, hier die Handschuhe. Und dann geht es hier unten noch weiter über ein paar Handschuhe und dann kommen auch schon die normalen, ich sag mal, Waffen. Ja, vielleicht ist es dann doch etwas grafischer, wenn ich das hier anmache und ranzoome. Was ich jetzt hiermit gemacht habe. Ihr seht das halt meine Fratze nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich würde sagen, ich scroll jetzt hier einfach mal so nach unten durch und sag noch was zu den Preisen. Also die Preise hier beziehen sich auf die normalen Steam-Preise. Fuck, jetzt bin ich verrutscht. Warte. Besonderheiten wie gewisse Pattern werden hier nicht mit einbezogen. Ich werde da gleich noch ein kleines Beispiel bringen, beziehungsweise man sieht es hier, glaube ich, schon, das hier. Einsatzgehärtete 5.7. Ist jetzt hier für 3,78 € ausgeschrieben. Da das Teil aber ein Blue Boy, Blue Gem Skin ist, ist es natürlich etwas mehr wert als 3 Euro noch was. Ich glaube, in den letzten 3 oder 4 Streams haben wir es immer wieder von der Ocean Man gehabt und haben erörtert, was die wohl wert sein könnte. Und einige bei uns im Chat sind halt sehr gestopft mit Wissen über Skins. Und da sind sich die meisten einig geworden bei einem Preis von 100 bis 200 Euro. Und das ist halt eben auf der Seite jetzt nicht so, da steht 3 Euro noch was. Und ich gehe stark davon aus, dass das auch bei anderen Skins der Fall ist. Also falls ich noch solche Skins habe, ich kenne mich auch so wenig aus, das wisst ihr, die ein gewisses Pattern haben oder sowas, dann ist das hier eben auch nicht mit drin. Somit ist vielleicht auch der Gesamtpreis dann doch etwas höher, als er da oben steht, aber dann wiederum auch nicht arg viel höher. Also ich habe diese Blue Gem, von der ich weiß, ich habe irgendeine Schrotflinte, die so ein Blatt hat, so ein Blue Leaf Ding. Also wie gesagt, hier oben steht eben der Preis mit der Itemanzahl und wenn man hier mal so durchschaltet, dann sieht man auch schnell, dass dieser doch recht hohe Preis durch die Masse zustande kommt. Also wir haben ja Seiten voll Kram und selbst hier hinten sind die Sachen noch ein Eurochen wert. Hier wird es dann weniger und dann immer weniger. So, ich denke, eine gute Idee ist es vielleicht auch hier einfach nochmal runter zu scrollen, zumindest bis zu den blauen Dingen, um einmal alles gezeigt zu haben. Das ist aber ganz schön hakelig, ne? Kann ich hier irgendwie so einen richtig schönen Flow hinkriegen? Ne, nicht wirklich. Sieht einfach nicht. Naja, dann müssen wir halt so runtergehen. Ja, das sind die ganzen Prachtstücke und Coins und was weiß ich alles. Guck mal, da ist einiges wert, mein Freund. Ab und dann scrolle ich hier durch und denke dann einfach so für mich, wie es sein kann, dass ich so viel so einen hohen Geldwert von euch geschenkt bekommen habe und nach wie vor geschenkt bekomme an Skins. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das lässt einen stutzig werden. Man ist auch irgendwie so ein bisschen stolz, dass man sich sagt, ach, guck mal da, meine Arbeit ist auch hat einen Gegenwert, der aufgewogen werden kann. Also man macht nicht einfach so irgendwie dümpelt vor sich hin. Ne? Also es hat Impact auf Leute und so einen hohen Impact, dass man sogar beschenkt wird, was für mich natürlich bombig ist, klar. So an sich, meine Verbindung zu Skins, das wisst ihr ja, die besteht gar nicht so sehr. Also ich bin niemand, der Skins gezielt sammelt, obwohl natürlich jetzt hier diese Zahlen an Skins eigentlich was anderes sagen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kaufe die Skins nicht, um dann irgendwann ganz viel Kram verkaufen zu können, wenn sie teurer geworden sind und dann habe ich ganz viel Geld und so weiter und so fort, sondern ich habe die Sachen ja schon immer von euch bekommen für Giveaways, also gegeben, um weiterzugeben. Und ja, das ist so meine Bindung dahin. Wir sind bei Blau angekommen. Wir gehen jetzt mal noch auf den zweiten Account, bevor wir hier komplett versacken. Das ist der Frauenarztbesucher, den kennt ihr ja auch.
Da liegen auch nochmal ein paar Sachen rum. Da kam sogar mittlerweile echt einiges zusammen. Eigentlich war der Account ja wirklich nur für Dinge gedacht, wie Kisten und so, um sie da zu lagern. Aber da seid auch wieder ihr aktiv geworden und habt gesagt, du kannst doch nicht einfach ohne Rick Steagall spielen. Ne? Die musst du auf dem zweiten Account haben und hier nimm dies und das, dass ich auf dem zweiten Account ausgerüstet bin. Beide Accounts kombiniert sind also bei circa 6.600 Euro, was wirklich krass ist. Die Kisten werden hier, glaube ich, nicht mit einbezogen. Doch, da sind auch die Kisten mit drin. Ich habe nämlich gesehen, oder uns ist aufgefallen, dass vor allem auf dem zweiten Account, da lagern ja die ganzen Kisten, dass da einige halt jetzt mittlerweile wieder ansteigen. Also man sieht hier die, was ist das überhaupt? Ah, ach so. Ja, die Dinger nehmen langsam aber sicher auch Fahrt auf, woran ich auch nie gedacht hätte. Ich habe die auf dem zweiten Account abgelegt, damit sie mich auf dem Main nicht so stören. Ich habe mitunter Kisten gelöscht, auch einfach von Hand. Ja, man kann ja bei Kisten Rechtsklick und Delete machen und auch viele Kisten verschenkt, weil ich halt einfach zu viele hatte. Ich hatte auf dem Main-Account zu Hochzeiten ca. 800 Kisten und darum ist auch der zweite Account entstanden. Weil die ersten Spenden oder viele der ersten Spenden, die ich bekommen habe, Kisten waren, die ich halt geschenkt bekommen habe. Und da kam einiges zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt hier noch großartig machen soll. Vielleicht hätte ich mir mal Videos von anderen anschauen sollen, aber auf der anderen Seite bin ich der Roger Bublé, hallo. Ich mache den Kram einfach so. Ich schüttle mir es einfach aus der Hand und gut ist. Oder auch nicht. Die Sachen werden, wie ich es vorhin gesagt habe, in den Livestreams rausgehauen als Giveaways, oft auch auf YouTube, wobei auf YouTube jetzt natürlich nicht so frequent Giveaways kommen wie auf Twitch, also auf Twitch machen wir ja dreimal die Woche Giveaways. Die Streams finden dreimal die Woche statt, wenn ihr auch Bock habt, mal in die Streams reinzuschauen, schaut vorbei, twitch.tv/derdummbabbler, bumm und schon seid ihr da, dort stehen auch die Zeiten, wann ich stream. Am Ende will ich geschwind noch drei Sachen sagen, erstens, auch wenn es im Video jetzt nicht vorkam, nicht gamblen, vor allem wenn ihr noch nicht 18 seid und auch ab 18 empfehle ich euch nicht zu gamblen, weil man halt einfach nur sein Geld rausschmeißt. Zweitens, schmeißt kein Geld für Skins raus. Vor allem, wenn ihr noch sehr jung seid, wenn ihr erwachsen seid und den Überblick über euer Geld habt und auch Geld immer wieder reinkommt, dann kann man von dem Geld kaufen, was man will, ob es jetzt Skins sind oder Schuhe oder sonst was, ist ja wurscht. Aber steckt euer Taschengeld nicht in Skins und glaubt dann damit vielleicht auch Geld zu machen und wenn ich dies kaufe und in 3 Jahren ist es vielleicht so und so viel wert, macht mit eurem Geld irgendwas Gescheites, holt euch was, woran ihr euch wirklich erfreuen könnt und nicht so Pixel. Und drittens, vielen Dank natürlich an alle, die mich unterstützen, egal durch welche Form, die einfach da sind. Richtig sweet von euch. Und aktuell haben wir ein AK-47 die Empress Giveaway auf Twitch am Start. Man kann einfach mitmachen, ohne Abonnent zu sein. Einfach nur den Stream anmachen, Bubble Dollar sammeln und mit am Start sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke für die Daumen und für die Kommentare. Macht's gut, wir sehen uns morgen im nächsten Video und natürlich dann auch im Livestream. Bis dann, ciao, ciao.